Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier im Mainzer Unterhaus, wo traditionell der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen wird. In drei Sparten: Kabarett, Kleinkunst und Chanson, Lied, Musik. Dazu gibt es noch zwei Sonderpreise. Das ist der Förderpreis der Stadt Mainz und der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Es ist mir dieses Jahr ein besonderes Vergnügen, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen, denn wer weiß, ob wir nächstes Jahr noch hier sein können. Sie wissen, der Russe steht vor der Tür. Der Grieche sitzt schon in der Vorratskammer. Und wenn sich die Zahl der Kampfschwimmer unter den Mittelmeerflüchtlingen weiter erhöht, werden wohl schon im nächsten Jahr auch hier Feldbetten stehen, um als Notaufnahmelager dienen zu können. Ein paar Betten sollte man vielleicht auch bereithalten für die Flüchtlinge, die demnächst aus der Ukraine zu uns kommen werden. Sie wissen, auch da entsteht die Zivilgesellschaft gerade durch einen sehr schönen Bürgerkrieg. Der ist alternativlos, da lässt sich nichts machen, denn wenn es um die territoriale Integrität eines Landes geht, müssen Menschenleben halt schon mal hinten anstehen. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt? Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten, die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident, wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Was in der Ukraine wirklich los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wir werden von allen Seiten massiv belogen. Die Propagandamaschine läuft auf allen Seiten. Und eines habe ich gelernt aus der Geschichte. Wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, handelt es sich meistens um Satellitenfotos, auf denen ungefähr so viel zu erkennen ist wie auf Ultraschallbildern aus den 80ern. Nur einer blickt durch das ganze Schlamassel durch, das ist mein Bundespräsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ich hätte gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber was wollen Sie machen? Unser selbstverliebter Gottesanbeter stand am 1. September, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, Zweiter Weltkrieg. Sie wissen, wir sagen heute nicht mehr, dass wir den Krieg angefangen haben. Das ist auch irgendwann mal gut. Ich meine, das kennt man aus dem Schulhof. Du hast angefangen, nee, du hast angefangen. Das hilft ja auf Dauer auch nicht weiter. Nee, Kriege brechen aus, wir standen günstig damals. In diesem letzten großen Weltkrieg haben 27 Millionen russische Soldaten ihr Leben gelassen im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf vielleicht auch mal daran erinnern, dass Russland den Westen nie überfallen hat. In der ganzen Geschichte noch nicht. Immer hat der Westen Russland überfallen. Schon Napoleon musste bis Moskau marschieren, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Es gibt noch ein Land, das noch nie seine Nachbarn überfallen hat. Eines der aggressivsten Länder, das wir überhaupt kennen, der Iran. Der Iran hat noch nie ein Nachbarland überfallen. Die sind immer von ihren Nachbarn überfallen worden. Aber da sehen Sie auch, wie perfide so Länder wie Russland und Iran agieren. Die zetteln Kriege an, indem sie sich überfallen lassen. Und mein Bundespräsident bringt es fertig, bei der Gedenkrede zum 1. September die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen, aber in derselben Rede den Putin in eine Reihe mit Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst, meine Damen und Herren, da kann man stolz sein. Wie hat der Bundespräsident gesagt in dieser Rede? Weil wir das Recht stärken, nehmen wir es nicht hin, wenn Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Und die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen jetzt deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Interpretationsfehler.
Mein Bundespräsident Gauck, die fleischgewordene Doppelmoral. Und wir nehmen uns die Freiheit, von der er immer sabbert. Wir liefern dem Assad das Giftgas und wenn das einsetzt, sind wir böse. So sind wir drauf. Wobei, das mit dem Giftgas muss ich zurücknehmen, bevor ich dahinter korrigiert werde. Ich weiß, meine Bundesregierung hat sich erkundigt, auch bei den Vorgängerregierungen. Das ist dann offiziell verkündet worden. Wir haben kein Giftgas an Assad geliefert. Deutschland hat 10 Jahre lang Komponenten für Zahnpasta geliefert. An Assad, offiziell. Die haben sich nie gefragt, wie oft er sich da die Zähne putzt, aber... Komponenten für Zappas. Sehen Sie mal, wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch auf der Bundespressekonferenz vortragen können, ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie das Zeug zum Regierungssprecher. Wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch sich anhören können auf der Bundespressekonferenz, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen, dann haben Sie das Zeug zum seriösen Journalisten und müssen nicht für die Lügenpresse arbeiten.